Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es schneit. Es ist zwar ganz fein, aber es schneit. Ja, so haben wir das ja vorhergesagt. Bin sehr gespannt, ob das alles liegen bleibt, was ich aber nicht so ganz glaube, denn das ist auch recht mild bei uns. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist jetzt schon mittlerweile Viertel vor 10. Wir haben heute bis um 9 geschlafen oder halb 9. Das ist echt der Hammer. Heute war das echt am längsten. Normalerweise sind wir so gegen halb sieben, sieben eigentlich schon auf oder wenigstens mal wach. Er schläft aber noch und ich fange jetzt einmal an, Frühstück vorzubereiten. Mein Schnucki sitzt schon am PC und arbeitet. So, und jetzt geht es einmal zum Frühstück. Ich habe schon mal alles soweit gedeckt. Für mein Schnucki einmal sein geändertes Porridge. Also er hat jetzt Haferflocken einfach mit Milch, Nüssen und Leinöl. Und ich habe auch ein Spiegelei nochmal gemacht. Genau, und die Brötchen sind von gestern, die sind total lecker. Die hat Adam übrigens bei sich auf dem Kanal das Video gepostet oder veröffentlicht. Super lecker, die Brötchen. Also, oh, und jetzt wollen wir einmal frühstücken. Endlich sitzen wir am Tisch, es ist kurz vor 11. Schaut mal, so sieht mein Teller schon mal aus. Und mein Schnucki ist auch da mit Guten seinem. Morgen. Mit meinem was? mit deinem. Nee, mit deinem Haferbrei. Ist hier Suppe. Sag doch Haferschleim. Dann schmeckt mir das noch Haferschleim. besser. Auf jeden Fall wollen wir jetzt essen. Ash war schon mit Chrissy und mit Max mit Bella spazieren. Ja, also guten Appetit. So, ich habe jetzt hier alles aufgeräumt, Staub gesaugt. Und jetzt möchte ich euch ganz gerne mal was zeigen. Es ist in den letzten Tagen ein bisschen was angekommen. Und zwar, was ich an Deko so bestellt habe. Nicht viel, aber es ist einiges da. Unter anderem waren einmal diese Untersätze hier. Ich fand die total schön. Das ist passend nämlich zu meinem Boho-Style. Und zwar sind die gedacht eigentlich fürs Wohnzimmer, für den Tisch, zum Abstellen von Gläsern, Tellern. Da wir Abendbrot überwiegend hier essen, das ist mal ganz praktisch, dass man hier drunter, ohne dass man den Tisch irgendwie zerkratzt oder so, halt ein Glas hier abstellen kann. Das sind verschiedene Muster so ein bisschen, man kann gucken. Hoffentlich steht es auch gut da. Also ich glaube, hier muss man aufpassen. Aber hier ist es alles relativ gut gerade. Und hier genauso. Genau. Also hier kann man halt, wie gesagt, Teller, Gläser, wie auch immer, abstellen. Und die werde ich dann aber hier aufbewahren in meiner Schublade. Das ist total praktisch hier. Kann man einfach hier so drunter legen und bei Bedarf einfach rausholen. So, für dich. Dann sind nochmal zwei weiße Häuschen mit Lichterkette innen drin angekommen. Die fand ich total hübsch. Kann man auch halt eben auch jetzt stehen lassen. Das muss man nicht unbedingt wegräumen. Hier ist es total praktisch. Hier kann man zum Beispiel einfach mal einschalten. Schaut mal. So sieht es aus. So leuchten die. Einfach an der Seite. Und ein Batteriefach habe ich noch nie gesehen sonst. Hier ist unten drunter. Das heißt, man kann Batterien da reinlegen und einfach mal. Ja, schön einschalten. Diese beiden Größen gab es dann und die fand ich total cool irgendwie. Dann würde ich ganz gerne meinen Flur umgestalten. Und zwar würde ich gerne links an die Wand diese beiden Regalböden anbringen, damit es ein bisschen lockerer aussieht, das Ganze. Also das Bild habe ich jetzt weggenommen und jetzt kommen solche Bilder. Regale sozusagen, also die sind relativ schmal. Eigentlich sind das die auch es bei IKEA gibt, nur ich zeige euch einmal, sie sind ein bisschen kürzer. Schaut mal, sind ein Stück kürzer, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil nämlich hier im Flur nicht so viel Platz jetzt ist. Das heißt, ich kann ja gleich mal gucken, ob ich eins einfach hier so anbringe und das andere so schräg und der Kranz bleibt halt in der Mitte hängen. Das ist eigentlich ganz gut so. Genau, ich habe schon mal die Sachen alle rausgelegt, die ich gleich brauche. Und genau, so ein Tablett habe ich jetzt auch wieder, oder mein altes Tablett habe ich jetzt auch quasi ins Leben gerufen, wieder habe ich jetzt hier auf den Tisch gestellt, damit man so ein bisschen hier die Kerzen abends noch anmachen kann. Das sieht eigentlich immer so ganz hübsch aus. Hier habe ich meine Eukalyptusgirlande liegen, die ist auch total schön, sieht auch abends gerade hübsch aus, wenn man die Lichterkette anmacht. Wartet mal. Sieht wirklich noch schön aus und auch so zeitlos. Also Eukalyptus kannst du liegen lassen. So, tada. So ist es dann fertig. Und dementsprechend habe ich aber auch da drüben an meinen Ast auch so eine Eukalyptusgirlande rangemacht, damit der Ast halt nicht so leer aussieht. Ich glaube, das könnt ihr jetzt gar nicht so richtig gut sehen, oder? Zumindest auf der Kamera jetzt hier.
Also, so sieht das aus. Aber ohne Lichterkette, das reicht so. Und dann habe ich nochmal zwei neue Kissenbezüge bekommen, bei denen ich euch erzählt habe, dass ich nicht weiß, ob das passt oder nicht. Und das passt perfekt. Hätte ich gar nicht so gedacht. Schaut mal. Und zwar diese in Karo. Einmal in klein. Ich finde, die passen ganz schön dazu. Also vor allem die passen zu meinen Gardinen. Genau. Also so sieht das Ganze aus. Jo. Ich finde, das passt. Ash wollte sie nicht wieder haben. Hat er die mir gestern rausgestellt oder vorgestern. Den Kranz habe ich jetzt auch neu bestellt. Das ist so ein Eukalyptuskranz. Ich finde den total schön. Gab es auch halt bei Amazon. Ist zwischendurch mal so mit ein paar anderen Kunstpflanzen dazwischen einfach so ein bisschen auf locker gemacht. Ich finde, das sieht echt schön aus. Jo, dann würde ich mal sagen, ich bringe jetzt einmal die beiden Regalböden einfach mal ran. Und voilà, die Wand ist fertig. So sieht es aus. Jetzt habe ich diese Bilder nochmal gefunden. Die passen ganz gut dazu, zu der weißen Wand, weil die halt ein bisschen Natur sind. Genauso wie hier ein bisschen gräulich. Und ja, so sieht es aus. Schaut mal. Die Pflanzen, wie gesagt, habe ich auch jetzt einfach hier eingesammelt, weil es hier einfach ganz gut dazu passt. Ihr Lieben, es ist 20 vor 2. Wir haben Besuch bekommen von oben. Moin. Da hat jemand... So an, als würden die irgendwie ganz woanders wohnen. Nein, aber wenn die Kinder runterkommen, ist es ja nicht so oft jetzt, oder? Und der hier trinkt Bier. Was? Du trinkst Bier, ne? Ja, müsst ihr bei meinem Kanal vorbeischauen. Das ist so krass. Er hat hier Radler und so wollte er mich reinlegen. Stimmt's? Ja, bist du eigentlich jetzt böse auf mich? Ich bin immer, also wenn es darum geht, ja. Du hast schon gescheckt, dass es alkoholfrei ist. Er ist hinterher. Ich weiß, was drauf steht da. Wenn es nicht alkoholfrei wäre, was hättest du gemacht? Oh, da hätte ich, glaube ich, echt einen Arsch vorgegeben. So, jetzt kannst du hier zu mir rüberklettern. Komm her. So. Oh, süß. So, guck mal. Was ist das, ne? Voll süß. Solange ich sie streichle, kannst du alles mit dir machen. Die macht alles mit. Ich mit der Nase ab, okay? Guck mal, jetzt ja, hat sie doch, genug. So, ist ein bisschen komisch, ne? Das ist alles sehr fremdlich hier. Ich bin schnell weg hier. Bist du jetzt zu mir? Ich hab bestimmt Hunger. Oder? Bella, hast du Hunger? Habt ihr was zu essen gegeben? Nicht, ne? Echt? Wie? Ja. Hast du es noch nicht gemacht? Nee, anfangs, ist egal, was sie gesagt hat. Auch ich jetzt auch. Echt? Auf Chrissi gehört nur. Echt? Ja, wirklich. Und jetzt sagt sie, auf mich hört sie auch ein bisschen. Und jetzt macht sie, was du sagst. Ja, cool. Manchmal. Nicht immer. Hm? Außer wenn ich sag, lecker, dann kommt Geld an. Ja. Das ist immer los. Also. Na, Böllchen. Hallo. Nun liegt Bella doch bei Adrian. Das ist so gemütlich. Ja, na, so schön warm. Der Sessel hier ist so toll. Und dann noch mit meinem eigenen Hund hier. Mit so einem Wärmkissen, ne? Ja, es ist echt wie eine Wolldecke, ne? Gerade eben hatte sie sogar ihren Kopf runter, für süß. Jetzt muss ich mal gucken, was da los ist. Ja. Max hat uns gerade erzählt, was er sich für ein Auto kaufen möchte, nein, wenn er 18 ist. Und das hat Papa dir dann ausgesucht. Das ist egal, die Autos verlieren ihren Wert nicht. Nee, das ist ein Schnucki. Das ist ein Urlaubsauto. Arne hat für ihn aus... Das ist doch kein Urlaubsauto. Urlaubsauto, das hört sich wie so ein Mini-Wohnmobil. Bällchen ist wieder eingeschlafen. Gerade eben. Arne möchte jetzt aufstehen. Komm mal hoch. Kuscheln? Du darfst dir nichts Falsches versprechen jetzt. So, wir gehen was essen, ne? Wollen wir erst essen gehen? Frühstück? Gibt's Frühstück? Komm, hol mal hoch. Auf geht's. Guck mal, das geht doch irgendwie zu gehen. Schnuppi, hast du schon Mittag gemacht? Nein. Ich geh mal vorweg. Oh, jetzt geht's dir hinterher. Was willst du dir denn geben? Haben nichts. Was haben wir denn hier? Gar nichts, wir haben kein Leckerli. Habt ihr Mozzarella oder so? Ja, haben wir noch. Ja. Darf sie denn eine Scheibe haben? Ja, okay, Frau Chrissy. Darf sie eine Scheibe? Dann Mortadella. Oder diese andere Wurst, die ich auch gerne esse. Ja, die ist auch super lecker.
Nee, nicht so viel. Eine Scheibe reicht. Eine die sind kleiner. Ja, ja. Mal wie die sitzt. Voll so erwartungsvoll. Geben wir mal die Hälfte hier und die Hälfte oben. Die ist so lecker, die Wurst. Diese hier. Das ist so eine, ich weiß gar nicht. Sieht aus wie so ein Bierschinken oder so. Auf jeden Fall ist sie super lecker. Humor. Ja, oder? Voll süß. Die hört voll gut. Aber nur wenn's lecker hier. Achso, ja, okay. Ja. Mäusi, gib ihr das jetzt. Nicht? Mäusi, gib ihr das bitte. Hui. Ja, also gibst du ihr das denn nicht richtig? Hä, kann ich. Nein, ich hatte das nur so bei Fang. Also. Ärger sie nicht. Nee, ich finde es auch doof. Einfach ja, wenn geben. Wenn du schon Männchen machst, dann so hinhalten, dass sie da auch rankommt. Ja. Die andere Hälfte bei dir um? Oder wie, warum? Damit sie nicht immer hier runterkommt zu essen. Was? Nee, immer wenn sie hier runtergeht oder so, kommt sie essen? Direkt in die Küche. Oder? Ja, weil die es schon kennt. Ja, das ist deswegen. Guck mal, sogar trinken. Gib ihr das zum Mund hin. Der Rest gibt's oben. 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 Nee. Ja. Sind wir Eltern hier, oder? So, was gibt's jetzt hier zu essen? Ich habe hier Hähnchenbrustfilet. Muss ich nochmal anbraten kurz. Also, ja. Also ihr Lieben, wir machen jetzt einmal Mittag. Eigentlich wollte ich gerne Suppe kochen seit ein paar Tagen, aber irgendwie würde ich mal sagen, ich brate mal das Fleisch erstmal an. Die Hähnchenbrustfilets habe ich jetzt klein geschnitten. Dann gibt es nochmal gleich Gemüse damit rein, und zwar Pilze, Zucchini, Karotten, Zwiebeln und Spinat. Das heißt, mein Schnucki hat mir schon mal den Ofen angemacht und da kann ich gleich nochmal was anbraten. Schaut mal. Ja, ist an. Dann stellen wir mal zur Seite. Und da fange ich gleich mal an, alles an anzubraten. Was ich schon echt überlegt habe, was mir hier fehlt, ist irgendwie so ein Serviertisch. Beziehungsweise Servierwagen, den es bei Ikea eigentlich gibt. Aber Ikea hat dann noch zu. Und das wäre echt praktisch, weil normal, wie gesagt, muss ich die Sachen hier immer so am Rand abstellen und muss so ein bisschen hier hin und her laufen. Aber das war so meine Idee irgendwie, wenn die mal demnächst irgendwann mal aufmachen sollten, dass ich mir so einen Servierwagen passend zur Küche. Es gibt doch so einen mit einer Holzoberfläche, das kennt ihr bestimmt auch, als Tischplatte und in Weiß. Also richtig passend, ich glaube sogar wirklich zu unserer Küche, schätze ich mal. Joa, dann kann man den schön einfach vielleicht hier stehen lassen und einfach mal dahin schieben. Er ist ja mit Rollen. Das war so die Überlegung. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal, ob einer von euch so einen Servierwagen hat. Den finde ich auch optisch total schön und dann, wie gesagt, praktisch ist er ja dann auch. Ja, also Fleisch brät. Und ich werde als Soße einmal die vegane Sahne nehmen, die mit der koche ich total gerne. Das schmeckt nämlich wirklich total gut. Ist auch nicht so fettig wie die normale Sahne. Diese hier benutze ich immer dank meiner Schwester, die hat mir das empfohlen. Als Gewürze nehme ich dazu einmal Tiefkühlschnittlauch und Knobipulver. Genau. Übrigens, vorhin ist ja Max hier reingekommen mit einer Flasche Bier. Er hat ein Video für sich gedreht. Er wollte uns damit, glaube ich, irgendwie pranken oder so. Habe ich aber nicht geahnt, weil die Flasche Bier sah schon nach Bier aus. Und ich habe zuerst gedacht, okay, ein echtes. Aber er kam irgendwie so rein und dann hat er sich hingesetzt und daran getrunken. Und dann habe ich gedacht, irgendwie total komisch. Also auf jeden Fall könnt ihr die Reaktion halt auf seinem Kanal mal sehen. Er will das irgendwie bearbeiten, das Video, und online stellen. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen irgendwie schockiert, mehr oder weniger, weil ich da so ein bisschen sensibel darauf reagiere, gerade so, ja, auf Bier. Ja, Bier, Alkohol generell, weil es eben sehr, sehr, sehr ungesund ist. Und ich weiß ja, in der Familie bei uns haben wir halt eben einige, die damit ein bisschen übertreiben. Also jetzt nicht in meiner, aber trotzdem denke ich immer so, das ist wirklich mega ungesund und es kann ganz, ganz viel kaputt machen, egal ob es die eigene Gesundheit ist oder halt eben auch generell. Ja, und deswegen war ich so ein bisschen schockiert. Und dann habe ich nachher gesehen, dass aus diesem Bier, es roch nach Bier. Er sagte, riech doch mal. Und das roch wirklich nach Bier, aber das war so irgendwie so ein Malzbier. Allerdings mit 0% Alkohol. Aber trotzdem, Biergeruch ist da. Ich habe es nicht probiert. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ja, ihr Lieben, also es ist echt, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn jetzt tatsächlich in echt Alkohol trinken würde. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre ein Schock für mich. Ehrlich, also ich glaube, ich würde, weiß ich
nicht. Ich reagiere da sowieso ganz anders drauf irgendwie, also gerade so Alkohol. Finde ich nicht so toll. Also ich hoffe, dass halt eben auch so bleibt, dass er halt nicht anfängt, irgendwann mal so zu trinken oder so, weil so also die Kumpels von ihm zum Beispiel, auch aus der Klasse damals, die waren schon ein bisschen jünger und haben schon angefangen, halt Alkohol zu trinken. Ist ja normal, denkt man auch so, ne? Aber wie gesagt, das ist einfach ungesund. Und machte süchtig, davon abgesehen. So, und deswegen, Na gut, so, es geht hier mit dem Kochen weiter. Nun habe ich jetzt alles hier dazugegeben, das wird jetzt umgerührt und mit zusammen angebraten. Das Fleisch war ja relativ schon gut fertig und ich habe halt, wie gesagt, Schnittlauch dazugegeben und Knobipulver. Und hier jetzt brate ich das hier alles an. Nun gebe ich nochmal Spinat dazu. So. Ich habe mich nochmal dazu entschlossen, Paprikapulver dazu zu geben. Also nicht Curry, sondern Paprika, weil ich irgendwie Hunger drauf hatte jetzt. Genau, und das schmeckt auch ganz gut. Also man kann entweder Currypulver da rein tun mit Kurkuma oder halt Paprikapulver. Das geht auch. Das schmeckt auch total gut. Ja, so sieht es aus. Jetzt hatte ich vorhin aber vergessen, einen Topf für die Nudeln aufzusetzen. Aber das geht recht zügig gleich. Habe ich gerade eben aufgestellt. Jo. Dann kommen nochmal die Dinkelnudeln rein. Die muss ich nochmal kochen. Der Tisch ist gedeckt. Der erste ist schon mal da. Und wo ist Papa? Weiß ich nicht. Ich möchte gerne gleich Nudeln mit meinem Pesto essen dazu, mit diesem Bärlauchpesto in Öl. Das ist super lecker. Und das nicht? Doch, das auch. Aber ich wollte die Nudeln gerne dazu essen. Ja, es sind diesmal auch wieder Dinkelnudeln. Hast du mich gerufen? Endlich! Oh, hast kommst du was Leckeres zu essen gemacht? Von deiner Kiste hoch. Das ist 3:30. Ich weiß. Ich meinte, wir essen hier gerade Mittag. Ja, also... Ich weiß gar nicht, ich hatte gestern beim Fischwagen Fisch geholt, den wir eigentlich abends essen. Und wahrscheinlich gibt es unser Abendbrot heute um 10 abends. Morgen früh. Echt? Es ist auch egal, wann man isst. Ja, echt. Das Beste ist, dass wir zusammen essen. Ja. Wo sind die Kinder, die anderen beiden? Ja, die sind oben, die machen oben was. So. Dance. Darf ich jemanden ausfüllen? Okay, ja gerne. Ich möchte auch. Also erst mal. Erst Hopp. Ash, so wollte ich sagen. Und einmal für die Mutti, einmal für mein Schnucki. Und einmal für mich. Für die Mutter. Und? Ich möchte nur so ein bisschen Fleisch haben. Am besten aber dann... den Finger weg, bitte. So, bitteschön. Daniel. Ich möchte daneben. Daniel. Neben den Nudeln, neben den Nudeln. Du machst mir auch immer Augen rauf, oder? Ja, ich weiß, aber... Ich dürfte kein Salami stecken, du darfst das nicht nebenbei... Nee, nebenbei, Mama. Das, ich esse das, Nudeln das mit Bärlauch dazu. Das ist dann. So. Ja, mache ich auch. Guten Appetit. Du hast aber eine große Portion. Das muss jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und danach nehme ich dann gerne noch mehr, weil das sieht so lecker aus, was du gemacht hast. Das ist so viel. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf das Mittagessen von dir. Ja, ne? Ich habe schon Hunger. Ja, klar. Ich hau schon mal rein. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten. Mäusi. So, Leute, damit es hier nicht so langweilig wird, macht Ash hier Experimente. Er hat hier eine Flasche Zelda genommen. Das ist gut. Ein Stückchen Klopapier darauf gelegt und geht doch. Aber hast du es gesehen? Jo. Schaut mal, ich habe ein bisschen die Lichter schon mal angemacht. Also habe versucht, das mit dem Timer einzustellen, dass sie mir immer um die gleiche Zeit mal angehen. Lichterkette hier reingelegt, da waren nämlich keine. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus, wenn es so schön beleuchtet ist. In der Vitrine habe ich jetzt auch die Batterien ausgetauscht, denn das Licht da war nicht mehr so hell. Und der Rest sieht dann so aus. Ich habe das jetzt wirklich angemacht und das sieht wirklich echt gemütlich aus, finde ich jetzt. Ne? Und diese Lampe liebe ich ja so. Ne? Die ist total schön. Richtig gut aus. Na gut, mein Kamin ist sowieso dann an. Wasser. Ihr Lieben, es ist jetzt 18 Uhr. Wir waren ja noch eine Runde oben bei Max und bei Chrissy. Das war total lustig. Die Kinder haben da mit Bella gespielt. Die haben hier versucht, das Spielzeug wegzunehmen. Habe ich aber auf Insta gepostet, paar Stories. Da ist mein Kind. Und mein Schmucki macht gerade lecker Brot für seinen Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Da kommen jetzt seine coolen Rezepte. Ich habe gerade im Video gesagt, ich habe keine Rezepte. Das mache ich alles auf dem Kopf. Ich weiß, also, aber er macht's. Aber das musst du sagen, was du alles da rein tust, ne? Damit die Zuschauer das wissen. Das ist alles top secret. Ja, aber in deinem Video. Ich muss schon in meine Bäckerei kommen und das kaufen. Ach so, ja. Das machst du so. Ah ja, okay. Ich na dann. Hier meine Geheimrezepte. Versteckt sie. Ja, wie sieht's aus mit Abendbrot? Wir waren heute nicht mal spazieren. Draußen schneit es die ganze Zeit. Ach so, ja dann. Dann warten wir mal, bis das Brot fertig ist. So, draußen ist es dunkel und was machen wir? Wir gehen raus spazieren. Nein, wir brauchen unbedingt alle irgendwie ein bisschen Bewegung, weil wir heute überhaupt nicht draußen waren bei dem Wetter. Ich war nicht mal irgendwie nicht einkaufen, gar nichts. Und Schnuckis Brot ist noch, muss noch gehen und wir gehen jetzt auch. Wir gehen spazieren.
Geht's los? Papa ist schon draußen. Und freust du dich schon drauf? Hier ist alles irgendwie voller Schmutz immer. Ich muss hier jeden Tag saugen, den Teppich, weil es überall immer verteilt wird. Wir können ein paar Briefe hier wegschicken. Ich war gestern beim Postfach und tatsächlich haben sie bis zum 21. Januar auf. Und danach machen die zu. So, und jetzt schicken wir noch ein paar Autogrammkarten weg. Genau. Also, los geht's. Leute, wir sind über eine Stunde bestimmt jetzt gerade spazieren gewesen, oder? Wie spät haben wir das jetzt? Ja. Und Ash ist gejoggt. Oh, kurz nach 7. Wann sind wir los? 6. Ash, du bist total nass. Die Hose ist nass, du musst dich umziehen. Leute, wir ziehen uns einmal kurz mal aus. Es nieselt und regnet. Nee, regnet und schneit zwischendurch immer noch. So, jetzt wird alles erstmal aufgehängt. Jetzt ist alles total klitschpatsche nass, aber das war trotzdem schön. Mein Schnucki hat gerade eben das Brot in den Backofen geschoben. Es ist kurz vor 8 schon. Und ich mache gerade Abendbrot. Und zwar soweit schon mal für Arian Teller. Für mich. Für Ash. Das ist hier mein Aufstrich. Und zwar hatte ich euch ja das schon mal gezeigt. Ich glaube in meiner Insta-Story oder so. Einmal aus dem Bioladen. Und das habe ich aber auch hier. Ich glaube, das war Rossmann, bin ich der Meinung. Schmeckt genauso gut. Also ist eigentlich fast identisch. Und der Preis ist auch genauso. Also schmeckt wirklich super lecker. Das ist mit Spinat und Pinienkernen. Für mich gibt es dann gleich einmal, wie gesagt, diesen Aufstrich, weil das ist hier Rest, da habe ich nichts mehr. Einmal neu und also das mit Käse ist super lecker. Das wird dann darauf gelegt. Ja. Und es gibt nochmal Lachs. Ich habe Strebenlachs mal gestern geholt. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich zum Abendbrot vielleicht nochmal Philadelphia mit ein bisschen, ups, bleibe ich schon hängen, mit ein bisschen Äpfelmarmelade essen werde. Das weiß ich noch nicht. Muss ich gleich mal schauen. Und übrigens, die Kinder hatten mir ja dieses hier zu Weihnachten geschenkt. Super lecker. Das ist schon richtig gut leer. Schaut mal. Schmeckt aber super. Und dann haben sie mir jetzt vor ein paar Tagen Mango runtergebracht. Die haben gefragt, ob ich das essen würde. Und das schmeckt auch total gut. Aber das mochten die irgendwie selber nicht so gerne, obwohl sie eigentlich Mango gerne essen. Also ich fand das sehr lecker. Schmeckt auch super. Das heißt, alles so mein Nachtisch, mehr oder weniger. Ja, für Adam gibt es hier roten Heringssalat und Rollmops. Ja, ich habe für mich Oliven, hatte ich irgendwie so Hunger drauf, ein paar Tomaten und Weintrauben. Und jetzt warte ich mal, bis das Brot dann halt fertig ist. Ist nämlich noch nicht. Ich habe schon Geschirrspüler ausgeräumt. Er ist nach oben zu Max. Wir wollten irgendwie eine Runde zocken. Und wir warten hier einmal auf das Brot. So, das Brot ist noch nicht fertig. Wisst ihr, was ich gemacht habe mit meinem Stern, der eigentlich bei mir am Haus hinten hing? Oder an der Seite? Ich habe den, guck mal, dahin gestellt. Das sieht total schön aus. Oder? So, ihr Lieben, Abendbrot ist jetzt angerichtet. Wie gesagt, das leckere Rezept von diesem tollen Brot habt ihr bei Adrian auf seinem Kanal. Das wird er bestimmt morgen schon posten. Und so sehen die Teller aus. Jetzt läuft hier meine Marmelade schon fast runter. Und genau, das ist Adrians Teller mit halt, wie gesagt, Salat und Rollmops. So, ihr Lieben, also, für uns ist hier Feierabend. Es ist 8:30. Heute sind wir irgendwie alles viel zu spät hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Damit beende ich das heute. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.